versprochen. Jetzt um 17 Uhr ein kleiner Showbeitrag. Erst nochmal herzlich willkommen hier zum Tiergartenpicknick 2013. Bei herrlichstem Sonnenschein. Sah heute Morgen ja nicht so aus, aber das ist der Beweis dafür. Petrus ist eine Schwuchtel. Geht ja nicht anders, sonst hätte er uns nicht so schönes Wetter geschickt. Ihr Lieben, ihr wundert euch sicherlich, warum wir in diesem Jahr keine größeren Aufbauten haben. Wir haben uns mit dem Grünflächenamt einigen können. Und zwar hatten wir ja beantragt, so wie in den vergangenen Jahren auch, mit Zelten und Biertischen zu arbeiten. Aber das Grünflächenamt hat gesagt, wenn wir das euch erlauben, dann müssen wir das jedem erlauben. Dann wäre hier jedes Wochenende Halligalli-Drecksau-Party, dann wäre es eben keine Rasenfläche mehr, sondern eine Schlammsuhle. Ich weiß, großen Teilen von euch würde das gut gefallen, ja, ihr Ferkel? Das ist mir schon klar. Aber der allgemeine Tiergartenbesucher hat hier doch lieber ein bisschen Rasenfläche, auf dem er liegen kann. Dann ganz wichtig, ich sehe viele Raucherinnen und Raucher. Wir haben so Einwegaschenbecher. Ich sehe, ganz viele haben sich auch schon welche geholt. Ich würde euch also bitten, euch diese Aschenbecher hier vorne am Buffet zu holen, damit wir nicht hinterher die Kippen einzeln aufsammeln müssen, weil das ist immer ein bisschen anstrengend. Und wir wollen ja auch alle noch die nächsten Tage hier schön in der Sonne brutzeln und nicht irgendwie Zigarettenstummel in der Arschritze haben. Das ist nämlich alles gar nicht so lustig. Dann haben wir reichlich Getränke, und zwar haben wir an Getränken Apfelschorle, Weinschorle, Weiß und Rosé, Prosecco mit Orangensaft, kalte Muschi, das ist Cola mit Rotwein. Wir haben Alster, wir haben Radler, wir haben Drecksack, wir haben Schweinebier, wir haben Oma Kleris, Berlinade, wir haben Rotwein, wir haben Apfelsaft, wir haben O-Saft und ich weiß gar nicht mehr, so langsam verliere ich auch den Überblick, was wir alles haben. Mineralwasser und Prosecco. Das heißt, es ist, und Becks natürlich, Becks Bier natürlich, also es ist großzügig da. Es ist ein heißer Tag, es ist ganz wichtig, dass ihr genug trinkt. Ja. Dann haben wir, weil viele immer fragen, ja, wie, alles für umsonst? Ja, es ist wirklich alles für umsonst. Nein, es ist alles gratis. Wir machen es nicht für umsonst, sondern wir machen es, um uns bei euch zu bedanken. Ein Jahr lang habt ihr uns die Dosen gefüllt, dass wir im Jahr immer so um die 7000 Euro ausschütten können an Projekte für Menschen, die von HIV und AIDS betroffen sind. Und das Tiergartenpicknick ist unser Dankeschön an die Gemeinde, an die Community. Wer trotzdem gerne was geben möchte, ja genau, Applaus an die Community, Applaus für euch selber. Wer trotzdem was geben möchte, es stehen überall Spendendosen bereit. Also wenn ihr euch nicht traut, ein Bierchen zu nehmen, ohne was in die Büchse zu stecken, kein Problem, auch dafür ist vorgesorgt. Wenn es nachher ein bisschen dunkler und kühlig wird, hoffentlich wird es das nicht, aber wir haben auch Mückenspray dabei. Das heißt also, es wird hier keiner ungewollt gestochen, sondern man kann sich davor schützen. Wir haben auch natürlich Gummis dabei und Flutschi und so, auch da kann man sich schützen. Also alles, was man braucht, haben wir dabei. Dann... habe ich was vergessen? Hier noch nicht, oder? Ah, genau, Decken. Decken, genau. Wir haben Decken. Viele von euch haben ja Decken mitgebracht, aber nicht alle. Wir haben Decken, und zwar für 10 Euro Pfand kann man sich eine Decke ausleihen. Und die 10 Euro kriegt man natürlich dann zurück, wenn man auch die Decke zurückbringt. Und zwar von mir aus gesehen, rechts von euch aus gesehen, links am Ende des Essenstresens gibt es eine Deckenausleihe. Dann möchte ich ganz kurz vorneweg nochmal eben politisch werden, wer es lesen kann. Einige von euch können ja mittlerweile ein bisschen kyrillisch, weil das gerade ja so das Thema ist. Homophobie in Russland, auf diesem Schild steht Stopp Homophobia. Das ist ein Thema, das uns jetzt schon seit Wochen und Monaten begleitet und es wird uns leider wohl auch noch weiter begleiten. Im Moment findet die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Russland statt und es folgen ja auch noch die Olympischen Winterspiele in Russland. Solange werden wir aktiv bleiben. Es gibt Ende August eine Demonstration in Berlin, um zu protestieren gegen die Zustände in Russland. Es gibt am 8. September ein Kiss-In vor der russischen Botschaft in Berlin, um eben deutlich ein Zeichen zu setzen, dass wir Homophobie egal wo auf der Welt einfach nicht dulden. Und Russland ist bei uns direkt vor der Haustür. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch von hier aus, wir dürfen hier feiern und werden nicht zusammengeschlagen. So eine Veranstaltung wäre in Russland nicht denkbar. Da wären jetzt schon irgendwelche schwarzen Horden aufmarschiert, die Polizei wäre aufmarschiert, wir hätten alle gebrochene Nasenbeine und blutige Lippen. Also deswegen Stopp Homophobie, immer dran denken.
wir müssen ja auch ein bisschen im Thema sein. Und jetzt übergebe ich das Mikrofon an Schwester Suzette.